Endlich fertig. Und damit herzlich willkommen zur 12. Folge City Build und heute werden CDR-Croft und ich dieses Plot fertig aushöhlen. Timeless habt ihr gesehen, wie wir dieses Plot hier fertig ausgehöhlt haben und diese Grasblöcke hier oben noch zu Cleanstone ersetzt haben. Und dieser Plot hat sehr viel Energie gekostet, und zwar dieser 16er Merch, wie auch schon in anderen Videos gesagt. Den haben wir zu zweit ausgebuddelt, bis auf ein bisschen Hilfe von GH Gomme, Eranin und an Zomcraft LP. Und da sage ich erstmal Danke an die beiden Personen. Und zwar haben wir zu viert, aber eigentlich mehr zu zweit, 50 Stunden lang dieses Plot ausgefüllt. Also, wenn man das nochmal ausheben möchte und alleine ist, dauert das ca. 50 Stunden. Und das ist schon echt viel Zeit dafür, dass man einfach nur Linksklick gedrückt hält und läuft. Und zwar, wie viele Blöcke sind das jetzt mal? Ich habe das mal ausgerechnet. Und zwar sind das 1.658.944 Blöcke. Und das sind schon ein paar Blöcke. Und die haben wir alle abgebaut. Das Plot zu kaufen alleine hat schon $675.000 gekostet, auch wenn wir es selber gekauft haben und das Geld theoretisch noch zurückzahlen müssten. Es hat sehr lange gedauert. Und angefangen mit diesem Projekt haben wir am 3.1.22 um 14.30 Uhr. Also da haben wir angefangen, hier das Plot zu mergen und angefangen hier auszuheben. Und heute, ein halbes Jahr später, am 9.8.22 um 17.45 Uhr, haben wir dieses Plot fertig ausgehöhlt. Und es hat einfach ein halbes Jahr gedauert, das ist übelst krank. Wir hatten zwar inaktive Zeiten dazwischen, wegen Diefos zum Beispiel, checkt das gerne hier oben rechts in der Infokarte ab. Kann man hier was verkaufen? Nö. Und zwar fehlt jetzt hier noch ganz viel und deswegen würde ich sagen, wir fangen in diesem Video noch an, die Lobby zu bauen, wo man drin spawnt. Also man spawnt auf diesem Block, das wird für immer und ewig so sein, weil diesen Block haben wir ganz am Anfang platziert. Genau genommen, ich glaube es sogar. Und das ist auch genau die Mitte und dort wird man spawnen, vielleicht auch in andere Himmelsrichtungen gucken und dann kommt hier die Lobby hin. Und damit sage ich, Timelapse, go! So sieht der Warp, so gesehen die Lobby jetzt von innen aus und ja,
Das sieht meiner Meinung nach schon gut aus, man spawnt hier und wir werden jetzt hier noch ein paar Slabs und Stairs hinmachen und damit sage ich weiter mit der Timelapse. Natürlich werden wir vielleicht sogar noch den ersten Tunnel graben, damit sage ich let's go. CD Aircraft und ich wollten ein paar Leaves farmen, um die Höhle, die wir gerade ja gebaut haben, zu verschönern und dabei sind halt wieder sehr viele Monster gespawnt und dabei ist auch ein Monster gespawnt wie ein Savannah Cleric Zombie Villager und ja, ich habe ihn getötet und bekommen und ja, ich habe dazu noch gleich 1500 XP, das ist schon eine Menge bekommen. Und der liebe CD Aircraft hat einen weiteren Plot geclaimed. Und zwar ist der mitten im Nirgendwo. Aber dort ist ein Warp. Und zwar Warp Cave. So wollten wir uns eigentlich nennen. Aber Warp Cave ist halt vergeben. Und das Plot, worauf dieser Warp war, ist gelöscht. Und das hier ist dieses Plot. Und wenn man Warp Cave eingibt, kommt man halt genau hier hin. Wenn ich jetzt mal auf meine Minimap gucke, hier ist ja nichts. Kommt gerade CD Aircraft. Und sonst ist halt hier dieses Gebäude. Und ansonsten, ja, ist hier Warp Cave. Wenn man das eingibt, kommt man halt dahin. Und das ist jetzt so gesehen unser Plot, aber der Warp gehört halt nicht uns. Also wenn ich jetzt Warp Info Cave eingebe, ist das von jemand anderem. Und ja, wenn man das eingibt, kommt man auch zu unserem Warp. Und das ist halt unser Ziel. Und deswegen werden wir jetzt hier einen Raum bauen, wie diese Lobby. Nur, dass der einfach hier ist und dann ein Schild ist Warp Caves. Und das seht ihr jetzt in einer Timelapse mit dem CD Aircraft. Ich bin der Meinung, dieses Gebäude kann sich jetzt auch schon gut sehen lassen. Das CD Aircraft macht jetzt noch das Schild hin mit Warp Caves. Also wenn man da drauf klickt, wird man direkt teleportiert. Wie beim Cactus Trader gibt es ja auch so ein Schild zu Warp Farben, wie ich in einer der ersten Folgen erklärt habe. Und dieses Gebäude ist einfach ein schöner kleiner Ort, an dem man sich halt ein bisschen umgucken kann. Vielleicht kommen ja noch ein paar Easter Eggs dazu, aber es kann auch sein, dass der Spieler wieder online kommt. Wenn du das Video hier gerade siehst und das dein Warp ist, dann würden wir den auch gerne abkaufen. Aber ich weiß nicht, ob du aktiv noch spielst, deswegen, ja, wenn dieser Warp irgendwann entfernt wird, dann ist das Plot irgendwo im Nirgendwo. Und dann zeige ich euch einmal noch, wie ich Level 15 geworden bin und ein paar Köpfe bekommen habe. Ich habe ein bisschen Sand gefarmt und weil gerade Nacht ist, ist ein Husk gespawnt, ich habe ihn getötet und sofort Kopf bekommen, 700 XP.
Damit sage ich, danke fürs Zuschauen, lasst gerne eine positive Wertung da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert doch gerne den Kanal. Und zwar haben nur 26,5% den Kanal abonniert und somit 73,5% nicht. Deswegen abonniert gerne den Kanal. Und wenn du alle Folgen sehen möchtest, schau dir die Playlist hier an. Und wenn du wissen willst, wie wir angefangen haben, diesen überhaupt zu bauen, dann schau dir das Video hier an. Damit sage ich, tschüss.